Aber da brauche ich erst wieder Ding. Ja, weil der dreht jetzt schon wieder mit Reagenzien weiter. Ich könnte die Reagenzien... Oder ich müsste hier natürlich noch ein Ölkraftwerk hinbauen. Und dann Energie exportieren. Ein Ölkraftwerk. Doch komm, wenn wir schon gerade Ding, wenn wir schon gerade Öl haben, warum nicht, gell? So. Und dann können wir Energie eigentlich verkaufen, oder? Ja, wir können das Öl, ja, klar. Das machen wir so am besten, ne? Wir bauen hier eine Eisenbahnlinie hin. Am besten. Ja. Gerade mal so. So, und dann im Prinzip mit Energie mitnehmen und Ding. Achso, warte mal, das ist ja Ding. Das ist ja Katalysator. Ja, egal, komm. Dann bringen wir es halt als Katalysator in Stadt. Nein. Ja, wir brauchen es ja eh gleich. Weil wenn wir die Level 1 geknackt haben, dann brauchen wir ja eh Energie als Ding. Da kommen wir ja eh hin damit. Hätte ich aber fast eine Bergsteiger-Lokomotive nehmen können und ein paar mehr Ding. Ja, aber da passen ja am Anfang eh nur... So viel passt ja da am Anfang nicht rein. So, jetzt haben wir langsam auch Retrograde, gell? So, am Anfang billige Lokomotiven verwenden. Können wir nochmal eine Wasserlinie machen hier? Ja, als nächstes bräuchte ich eigentlich ein Stahlwerk, würde ich sagen. Dann muss man eigentlich das hier. So hinbringen, dass man dann hier noch ein zweiter Bahnhof einfügen kann. Level 1 gestiegen, jawohl, ja. So, jetzt brauchen wir nämlich eh Energie hier, damit es weitergeht. Und als nächstes können wir dann eigentlich uns schon mal an die Möbelproduktion machen. Und Möbel brauchen Plastik. Und Plastik könnte man ja eigentlich importieren. Außer natürlich, wir machen unser Plastik auch aus Ding. Aus Öl.
Weil das haben wir ja hier oben noch zuhauf. So viel Reagenzien brauchen wir am Anfang gar nicht. Bin jetzt gerade mal überlegen, macht es Sinn jetzt hier oben das Plastik zu produzieren? Wo war er? Möbelfabrik, ein Plastik gibt ein Möbel. Wir hätten die Reagenzien vielleicht ein bisschen weiter darunter setzen sollen. Frage ich jetzt natürlich, für die Luxusmöbel-Dinger brauche ich natürlich für den Luxus. Luxusmonteur braucht zwei Möbel, ein Rumpf und einen Stahl für ein Luxuszimmer. So, jetzt habe ich natürlich so scheiße gebaut. Ja, pass auf, Ölkraftwerk. Dass man jetzt nämlich eigentlich hingehen müsste. Ich müsste hier drunter durchfahren und da wieder anschließen. Stimmt, eigentlich kann ich ja den hier jetzt komplett wegmachen dann. So, aber der kriegt Outing, jawohl. So, dann fahren wir hier runter. Es wird alles wieder scheiße, ich weiß es jetzt schon. Gott, wie mache ich das einfach am blödesten? Das ist doch wieder, der macht jetzt Plastik und das Plastik... Ah, scheiße, da hat man selber ins Knie geschissen, gell? Ich würde das Plastik gerne hier rüberbringen, dass man Möbel hier drüber machen. Möbelfabrik. Oh, zwei.
So, jetzt warten wir nochmal kurz auf Ding. Eigentlich müsste ich die Reagenzien exportieren, wenn ich sie nicht brauche, gell? Weil die eine Retrograde-Fabrik da unten alleine, die braucht nie und immer alle Reagenzien. Zumindest jetzt momentan nicht. Ich würde noch eine zweite Retrograde daneben bauen. So, der müsste doch jetzt eigentlich schlau genug sein. Nee, ist er natürlich nicht, dass er hier rumfährt und dabei den Möbeldinger ablädt. So. Aber der ist schlau genug, dass er Plastik hier rüberbringt, ne? So, jetzt könnte man natürlich auch noch einen mit Energie wieder dazufügen. Das habe ich irgendwie wieder befürchtet. Jetzt fahren die nämlich alle hier rum. Anstatt richtig rum. So, Draht, der darf hier weiterfahren. Der fährt auch richtig. So, können wir jetzt vielleicht einmal, das Geld haben wir ja, die Ressourcen haben wir auch dazu, einen zweiten Drahtwickler. Ah, wenn mir die Zeit nicht im Nacken sitzen täte, würde ich doch eigentlich fast sagen, wir müssten Ding. So, Industrie. Stahlwerk kostet 4000, Stahlwerk wird das nächste für die Raketen. Und was wir dann nachher noch an Stahl brauchen, können wir importieren, sobald wir ein bisschen Geld haben. Warum hast du... Die Züge sind wieder zu schnell hintereinander gefahren, gell? Ja, und jetzt ist es eh egal, weil jetzt kriegen wir genügend Ding hin. Stahl, Stahl, Stahl.
Und einmal Kohle. Sieht so ganz mau aus mit dem Ding, mit dem Geld, ne? Oh, wenn du immer so dreidimensional bauen musst, übereinander weg, ist auch nicht gerade schön. So, haben wir gar nicht volle Arbeiterschaft. Raumfahrt ist so teuer, ja, ja. So. So, und jetzt brauchen wir im Prinzip unseren Raketen. Würde ich als erstes machen. Ne, vorher brauche ich den Bauteilmonteur. Und den Bauteilmonteur würde ich dann ja quasi soll ich jetzt das Plastik importieren oder soll ich es herstellen? Weil momentan stelle ich jetzt Plastik für Ding her. Aber vielleicht muss ich dann nachher auch noch upgraden. Weil die eine alleine, die wird es wohl nicht ganz schaffen. Möbelfabrik. Das wird auf Dauer wird es hier eh sowieso ganz blöd mit Dingen. Dauer wird es eh nichts. Ich glaube, hier oben habe ich schon einen logistischen Fehler gemacht, dass man Öl, ja, aber ich hätte wahrscheinlich eher mit Bergsteiger-Lokomotiven und dann eher das Reagenzien mehr hier drüben machen sollen und das Ölkraftwerk dann ein bisschen mehr hier, wo der steht und das ein bisschen weiter nach oben schieben und die Dinge dann nachher hier oben, die CPU-Produktion.
So, Stahl verkaufen. Okay, der fährt mit dem meisten Ding wieder heim. Aber am Retrograde selber kann es nicht liegen. Der produziert einfach zu langsam, gell? Es ist ein Kampf. So. Jetzt haben wir Möbel, aber es fehlt an Plastik. Ja, also eigentlich müsste ich Ding. Eigentlich müsste ich das Plastik auch mit Ding herbringen, gell? Ich frage mich, ob es am Anfang so viel Scheiße wäre, wenn ich mich auf die Import-Docs verlasse. Wobei, warte mal, mir fällt doch gerade ein. Aber das wäre halt natürlich eine Null-Geld-Option. Ich kann doch die Stadt. Aber das ist auch scheiße, weil sobald der Stahl voll ist, kriege ich nur noch die Hälfte. Dann wäre es wieder ein Minusgeschäft. Wenn ich allerdings vorher das Zeug nicht einkaufen müsste, sondern ich stelle es selber her, dann habe ich immer noch der halbe Gewinn. Alter, das ist, ich sag's euch, das sind jetzt immer so Ding. Das sind halt immer so Gedankenspielchen, bis du da mal weißt, was du da brauchst alles. So. Der hat 16 von 16 Retrograde. Der hat 20 von 32 Retrograde. Der hat 0 von 64, aber es läuft. Also ein Retrograde müsste ja eigentlich ein... Sollte ich halt echt doch? Ich meine, ich müsste Bauteile ausdingen. Nee, das ist alles scheiße. Das ist alles scheiße. Ich glaube, ich muss nochmal anfangen. Ich habe jede Menge Öl. Und ich habe Kohle. Ich könnte auch Kohle-Plastikfabrik machen am Anfang. Also ob ich eine Kunststofffabrik oder eine Kohle-Plastikfabrik mache, ändert sich nichts. Aber Öl brauche ich ja sowieso für Ölraffinerie. Oder ich mache auf Kohle, dann könnte ich auch gleich mit dem Kohlekraftwerk weitermachen. Dann spare ich mir die Überproduktion an Dingen am Anfang. An Reagenzien. Boah, aber Ding. Ich brauche 2048 Bevölkerung und ich kriege jeweils quasi 500, wenn ich eine Rakete zünde. Also das Problem ist auf jeden Fall die Möbelproduktion. Nee, ich müsste eigentlich Möbel da oben produzieren beim Wasser. Das wäre, glaube ich, die weitaus geschicktere Idee. Die Möbel beim Wasser produzieren, wo es Plastik-Import-Dock schon in der Nähe ist und dann dieselbe Strecke nutzen wie fürs Wasser. Dann würde ich mir das nämlich sparen mit hier unten rumfahren, weil das ist Kacke. Draht brauche ich nachher sowieso. Draht kann ich nicht importieren. Stahl könnte ich zur Not auch importieren. Plastik und Reagenzien. Aber Reagenzien ist halt gerade das.
Also Reagenzien am Anfang produzieren und verkaufen wird sich wahrscheinlich eher lohnen als Ding. Also Reagenzien gehen für 64. Stahl geht für 64, Kunststoff geht für 64. Also es ist aber eigentlich Kopfswicksprunge. Möbel sind auch nur 64. Was sind Bauteile? Bauteile sind auch nur 64, also auch blöd. Außer Waren. Waren wäre 128. Und Waren brauche ich ja dann im Prinzip auch. Waren? Warte mal, ich kann doch. Hatte ich nicht irgendwo eine Warenfabrik? Aus Stahl und Draht kann ich Waren herstellen. Wenn ich jetzt nicht für 64 den Stahl importiere, den Draht stellen wir sowieso zu genügend selber her. Und dann hätte ich, dann würde ich nämlich eher die Stufe 3 statt mit Waren machen. Aber Stahl kann ich ja im Stahlwerk herstellen, dann hätte das ja eigentlich noch mehr Ding, noch mehr Sinn, gell? Das ist alles kacke, aber ich glaube, ich habe hier falsch angefangen. Das ist, ich meine, die erste Stunde Aufnahmezeit ist schon rum. Und ich glaube, ich habe irgendwie falsch Ding. Also das mit dem Retrograde am Anfang, das passt auf jeden Fall. Und die Reagenzien, au lieber Ding, au lieber selber produzieren als Ding. Aber das mit dem Ölkraftwerk, ich glaube, das Ölkraftwerk hätte eher hier unten hingehört und dann lieber mit Bergsteiger-Lokomotiven. Ich glaube, das wäre weitaus geschickter gewesen. Und die Retrograde-Produktion hier oben hin. Ja, und dann fahren wir halt den Schlenker, ja, bei der Retrograde-Produktion. Aber das ist ja halb so wild. Ja, pass auf, weißt du was? Ich mache gleich nochmal einen Cut.